Das Werk, das Sie hier sehen, heißt Arg. Arg, das kommt aus der Comicsprache. Das ist dieser onomatopoetische Laut, den Comicsfiguren machen, wenn sie sterben oder hart getroffen werden. Der ganze Titel heißt Arg, that is tomorrow. Thematisch geht es hier um Ängste, die Leute vor der Zukunft haben. Beispielsweise hier haben wir, sehen Sie gerade, neue Krankheiten. Wir haben hier unten Cyberwar, hier ist gerade Spam, der irgendeine Maschine kaputt macht und schlimme Sachen auslöst damit. Hier haben wir Migration, hier kommen alle möglichen Leute per Zug und anderen Verkehrsmitteln anmarschiert. Hier haben wir den Aufstieg der Chinesen, es geht hier vor allem um Fleisch. Und dazu muss ich was erklären, dann gehen wir zu diesem Teil hier. Wir haben hier ein Kilo Rindfleisch und der Punkt ist der, dass ein Kilo Rindfleisch braucht in der Produktion 15.000 bis 16.000 Liter Wasser. Das ist dann hier dargestellt. Das Problem nun ist, dass in China, Indien, Brasilien und anderen aufstrebenden Ökonomien die Mittelschichten immer größer werden und die wollen auch alle solches Fleisch essen und ökologisch ist das eine relativ große Bedrohung, über die wir uns hier ziemlich lustig machen, indem die sich zum Beispiel klatschen und dann kommt das Fleisch. Man könnte sagen, der Humor ist ein Grundton der ganzen Geschichte, also wir machen uns über diese ganzen Sachen lustig und wir tun das, indem wir mit Found Footage, mit gefundenen Teilen arbeiten und die wild aneinander ranschneiden. Jetzt vom Ästhetischen her ist die ganze Sache, sieht nach 60er Jahre aus. Der Grund ist, dass wir gemerkt haben, als wir geschaut haben, wie stellen wir Zukunft dar, es geht ja um Zukunftsbedrohungen, haben wir gemerkt, das letzte Mal, dass Zukunft wirklich groß dargestellt worden ist, das war in den 60er Jahren. Heute ist es so, dort, wo wirklich etwas passiert, wo Grenzen verschoben werden, das ist bei den Computern, Robotik, Gentechnologie, Nanotechnologie, das sind alles Sachen, wir haben keine Bilder dazu. Nanotechnologie, niemand von uns hat ein Bild, deshalb sind wir zurück in die 60er Jahre gegangen, was uns natürlich auch hilft so ein bisschen bei diesem ganzen humoristischen Approach, den wir drin haben. Also deshalb ist so dieses Obartige hier auf all diesen Geschichten und jetzt geht es noch zu ein paar Anspielungen, die wir gemacht haben Richtung Kunstgeschichte. Da wir ja Künstler sind, müssen wir auch gewisse Sachen abwehren. Wir müssen abwehren den Vorwurf, dass wir zu populistisch sind, weil es ja irgendwie zum Teil recht lustige Sachen sind. Und das unterlaufen wir so, das wehren wir so ab, dass wir halt sehr viele Bezüge machen für die Spezialisten. Für den Spezialisten ist dieser Roboter hier, der stammt aus einer Ausstellung, die hieß This is Tomorrow. Das war 1956 eine der allerwichtigsten Ausstellungen in Großbritannien. Mit der hat die Pop Art angefangen und dieser Computer ist von Richard Hamilton auch aus einem Film rausgenommen worden und diese Ausstellung gebracht worden. Und wir spielen mit dem Titel That is Tomorrow natürlich auf diese Ausstellung an und wir verweisen auch auf diese berühmten Collagen von Richard Hamilton, die ein Vorbild waren für diese Geschichte, die wir hier gemacht haben. Jetzt gibt es noch eine zweite Schiene von kunstgeschichtlichen Anspielungen und zwar sind das Religiöse. Dieses ganze Teil hier besteht aus drei Teilen. Die beiden äußern, wenn man die zusammenklappen würde, also die sind genau die Hälfte, die sind in der Mitte, das heißt, es ist ein Triptychon. Triptychon heißt auf Griechisch dreifaltig, also wird dreifach gefaltet. Und in der religiösen Kunstgeschichte ist das so, dass das Triptychon, wenn es zu ist, dann hat es außen, also es wäre das, was dort hinten wäre, dann ist das eine Alltagsszene und wenn man es aufmacht, dann kommt das, was an Festtagen der Fall ist. Damit verweisen wir auf Hieronymus Bosch, den großen Meister der Triptychons und es hat auch verschiedentlich so kleine Ausschnitte aus Bosch-Bildern in diesem Werk drin. Wo das nochmal aufgenommen ist, das Triptychon ist bei diesem Kühlschrank. Nicht, wenn man den zumacht, dann noch drei Teile, wenn man den zumacht, ist außen die Außenwand weiß, profan und wenn man es aufmacht, ist diese ganze Fülle mit Lebensmitteln und wenn man aus der Schweiz kommt, ist es so, in den 60er Jahren, wo das aufgenommen worden ist, hatte niemand so einen Kühlschrank. Man hatte kleine Kühlschränke mit einer Tür und diese riesigen amerikanischen Kühlschränke mit all dieser Fülle, kann ich mich auch erinnern als Kind, das war so diese Verheißung des amerikanischen Traums, also auf eine Art eine Säkularisierung einer Heilsutopie, die da stattfindet. Verstärkt wird das religiöse Element durch diese Helme, die so eine Art Heiligenschein sind. Und das ist etwas, was wir in der südsowjetischen Kunst finden. Die haben sehr oft, wenn sie religiös arbeiten wollten, haben sie Raumfahrt genommen. Das konnte man in einem atheistischen Staat.
haben Astronauten, die durch den Himmel fliegen, und die haben dann eben die Helme wie Heiligenscheine. Das stärkste Symbol dafür, dass wir hier mit religiöser Symbolik arbeiten, ist dieses Stück Rindfleisch, das angenagelt ist. Wenn die ganze christliche Symbolik, mein Wort ist Fleisch geworden, Johannesevangelium, man nagelt Fleisch an eine Wand, hier unten ist schon das Blut, das zusammenläuft, das, denke ich, ist relativ klar. Und jetzt muss man wissen, in dieser religiösen Kunst ist es so, dass da, wohin gezeigt wird oder wohin geschaut wird, das sind die wichtigsten Punkte in der religiösen Kunst. Und in diesem Bild wird gezeigt, in diesem Time-Tunnel, der nach hinten geht, und damit komme ich zurück zum Titel des Bildes. Der Titel des Bildes ist ja Ark, ne, sterben. Ark, that is tomorrow. Und das heißt eigentlich, da wo wir hingehen, in die lange Zukunft, was uns dort erwartet, ist der Tod. Und darum geht es eigentlich, und das ist der Kern des Bildes, dass wir sagen, das ganze Geflimmer hier, über das wir uns lustig machen, das ist Beiwerk, worum es geht, langfristig, in the long run, we're all dead.